Heute schauen wir uns Edens Verheißung Umbra bzw. die Wolke der Dunkelheit im Dissidium-Modell an. Oh yes! Verheißung ist die dritte Serie an Raids der Eden-Reihe und wurde mit Patch 5.4 zugänglich. Um Verheißung freizuschalten, müsst ihr vorher die Eden-Resonanz-Serie im Normal-Mode abgeschlossen haben. Also, legen wir mal los. Zu Anfang sei gesagt, das Spielfeld hat keinen Rand, man kann also jederzeit herunterfallen. Sie startet mit radialer Partikelstrahl, einem starken gruppenweiten AOE gegen die gesamte Gruppe. Danach folgt dunkle Taktik, bei der sie ein 180 Grad AOE auf eine ihrer beiden Seiten haut. Achtet hier auf den Orb, der während des Casts an einer ihrer Seiten erscheint. Sie haut den AOE stets auf die Seite, auf der der Orb erscheint. Orientiert euch hier am Pfeil ihrer Hitbox. Zieht eine imaginäre Linie durch die Mitte des Pfeils, um den kompletten Wirkungsbereich zu erkennen. Das wird später wichtig, wenn sie beginnt, diese Mechanik mit anderen zu kombinieren. Mit Weitwinkelpartikelstrahl haut sie einen riesigen Kegel AOE in die Richtung eines zufälligen Spielers. Lauft also, was die Beine halten, um davon nicht getroffen zu werden. Nullform Partikelstrahl ist nicht nur ein harter Tankbuster, sondern gleichzeitig auch ein Linien-AOE in Richtung des Tanks. Tanks sollten sich hier also schilden und schauen, dass sie den Tankbuster von der Gruppe wegtanken. Danach castet sie Düsterer Himmel, starker gruppenweiter Schaden, bei dem sie das Spielfeld verändert. Kurz nachdem sich das Spielfeld verändert hat, castet sie Dunkle Flut, Düsterer Himmel, wobei sie die Kacheln auf dem Boden im Zentrum sowie die äußeren Eckkacheln mit einem Viereck-AOE trifft. Die äußeren Kacheln verschwinden hierbei, während sie auf der Kachel im Zentrum eine viereckige Pfütze hinterlässt, von der wir uns fernhalten wollen. Außerdem belegt sie jeden Spieler mit dunkler Atem. Dunkler Atem bewirkt, dass die Kachel, auf der ihr steht, anfängt zu leuchten und sich irgendwann lila färbt. Steht ihr zu lange auf einer lila Plattform, zerfällt diese und ihr fallt mit ihr in den Tod. Um das zu vermeiden, müsst ihr einfach permanent zwischen den verschiedenen Kacheln wechseln. Es sei zu sagen, dass dieser unbekannte Timer zum Zerfall der Kacheln pro Kachel tickt und nicht pro Spieler. Heißt, wenn ihr auf eine bereits leuchtende Kachel wechselt, ist diese nicht so lange sicher wie eine Kachel, die ihr zum Leuchten bringt. Während dieser Phase castet sie dann mit radialer Partikelstrahl wieder ihren starken gruppenweiten Schaden, sowie mit dunkler Taktik ihren 180 Grad AOE zu der Seite, auf der der Orb erscheint. Die Kachelphase endet, wenn sie Finsterer Wald castet. Hier gibt es dann wieder gruppenweiten Schaden und sie verändert das Spielfeld in einen Wald, während sie den Boden der Arena wiederherstellt. Als nächstes castet sie Flut der Finsternis, ein Knockback-AOE vom Zentrum der Arena nach außen, sowie 8 kreisrunde AOEs am Rand der Arena. Lasst euch so zurückpushen, dass ihr nicht in einen der kreisrunden AOEs gepusht werdet, und das sollte euch nicht weiter stören. Die kreisrunden AOEs hinterlassen Sporen sowie eine Debuff-Pfütze in Größe des Kreis-AOEs. Die Sporen verbinden sich mit dem Spieler, der ihnen am nächsten steht, mit einer Linie. Diese Linie formt sich nach 3 Sekunden zu einer Kette. Die Kette muss zerrissen werden, indem man sich von der jeweiligen Spore entfernt, bis sie abreißt. Je näher ihr an der Spore steht, bevor sich die Kette formt, desto kürzer ist die Kette. Und umso kürzer ist die Distanz, die ihr zum Abreißen der Kette benötigt. Das hilft euch insbesondere, da sie kurz danach ihren 180 Grad AOE castet, bei dem sie wieder die Seite trifft, auf der der Orb erscheint. Danach bewegt sie sich ins Zentrum der Arena und castet Weitwinkelphase. Achtet hierbei auf die 2 gelben Linien, die sie zu einer der 4 Feldseiten zieht. Nach Ablauf des Casts springt sie auf die Seite, mit der sie sich verbunden hatte, und haut einen riesigen Kegel AOE über das gesamte Feld. Safe seid ihr auf der Seite, zu der sie springt, gleich rechts oder links neben ihr. Mit aktivierter Kugel zieht sie 2 lila Linien zu ihrer linken und rechten Seite und haut kurz nach dem Cast riesige Halbkreis-AOEs auf die 2 Seiten, mit denen sie sich verbunden hatte. Mit Sinnflut der Dunkelheit haut sie erneut gruppenweiten Schaden raus und verändert das Spielfeld zurück in den Originalzustand. Von hier an wiederholt sie die bereits genannten Mechaniken und bringt ein paar neue mit sich. Außerdem kombiniert sie einige miteinander. Von daher konzentrieren wir uns nur noch auf das, was neu ist. Ihr Cast Wellenkugel spawnt 4 Kreise auf dem Feld, auf welche Meteore runtergehen. Besetzt je einen Kreis mit mindestens einem Spieler, um starken Flächenschaden zu vermeiden. Haltet sie dabei im Auge, denn kurz nachdem die Meteore runtergegangen sind, folgt wieder ihr 180 Grad AOE auf die Seite, auf der der Orb erscheint. Danach folgt mit Düsterer Himmel wieder die bekannte Kachelmechanik. Diese startet nun jedoch mit elektrisierender Kondensation, wobei sie 2 Adds spawnt, welche umgehend getötet werden müssen, bevor sie den Weg zu ihrer Herrin gefunden haben. Ansonsten erhält sie für jedes Add einen Damage Boost. Es hilft hier, die Kacheln, auf denen sich das Add befindet, zum Leuchten zu bringen, da sie dadurch langsamer werden. Mit Rufen spawnt sie 2 Abbilder an 2 Seiten, welche Linien AOEs in deren Blickrichtung schießen, während sie selbst mit Flugabwehrpartikelstrahl einen großen kreisrunden AOE castet. Beim Ausweichen der AOEs müsst ihr natürlich weiterhin einen Blick auf eure Kacheln halten, um zu verhindern, dass ihr diese zum Einsturz bringt.
Danach folgt wieder der 180 Grad AOE sowie gruppenweiter Schaden, bevor sie das Spielfeld wieder in den finsteren Wald ändert. Hier wiederholt sie die Knockback-Mechanik mit den Sporen, deren Ketten ihr danach wieder zerreißen müsst, bevor sie dann wieder Weitwinkel-Phaser castet. Achtet wieder auf die gelben Linien und sucht dort Schutz vor dem großen Kegel-AOE. Die nächste aktivierte Kugelmechanik, wobei sie zwei große Halbkreis-AOEs auf die Seiten, mit denen sie sich verbunden hatte, haut, kombiniert sie mit ihrem 180-Grad-AOE. Heißt, euer Safe-Spot verkleinert sich enorm. Zieht euch hier zur Hilfe wieder eure imaginäre Linie durch den Pfeil der Hitbox und verzieht euch dann in den Bereich, der nicht von ihrem Orb oder ihren Halbkreisen getroffen wird. Nun wechselt sie wieder zurück auf das originale Spielfeld. Von hier an wiederholt sie ihre Phasen und Mechaniken, bis sie umfällt. Das war mein Guide für Edens Verheißung Umbra in Final Fantasy XIV Shadowbringers. Hoffe, ich konnte euch helfen und wir hören uns im nächsten Guide wieder. Bis dahin, ciao.